Chat, wir können nicht noch eins gucken, oder? Ich bin eine Frau des öffentlichen Lebens und ich möchte auf gar keinen Fall Ohne erkannt Influencerin. werden und ich bitte Sie, das zu entschuldigen. Ja, ist aber dann die letzte, okay, Chat? Ist die letzte dann. Ist die letzte dann. Danach bin ich verdummt. Gut. Okay. Ich bin eine Frau des öffentlichen Lebens und ich möchte auf gar keinen... Sie ist eine Frau des öffentlichen Lebens, okay. Eine Influencerin. Eine sogenannte Influencerin. ...Fall erkannt werden und ich bitte Sie, das zu entschuldigen. Gut, lassen wir es jetzt erstmal so stehen. Ja. Was kann ich denn für Sie tun? Frau Kalvas, ich brauche ganz dringend Ihre Unterstützung. Mhm. Und zwar ist Folgendes. Ich bin, wie gesagt, eine Frau des öffentlichen Lebens. Ich habe... Wie oft will die das noch sagen? So, will sie noch ihren Snapchat-Code irgendwo abdrucken und den Post? Ich bin in meinen Friseur verliebt, seine Frau ist schwanger und mein Mann wird demnächst Bürgermeister. Sie ist in ihren Friseur verliebt, die Frau vom Friseur ist aber schwanger und... Ihr Mann wird demnächst Bürgermeister. Wilde Konstellation, kommt damals raus. Was soll ich Ihnen dazu sagen? Oh, das war eine traumhafte Situation. Richtig, richtig, ja. Richtig. Ui. Ja, und wie soll ich Ihnen dabei helfen? Ja, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe vor einer Woche seiner Frau einen Brief geschrieben und ihr mitgeteilt, dass wir beide uns lieben, dass ich eine Affäre seit 3 Monaten mit ihrem Mann habe. Oh, Elisabeth 42, die sieht jünger aus als die beiden davor. Und dass ich die Sache klären möchte. Klären ja, und stellen, heißt was? Ich möchte ihr sagen, dass ihr Mann mich liebt, dass ihr Mann sich von ihr trennen wird und ich brauche ihre Hilfe. Gucken Sie mal, die F*** ist schwanger. Das tut mir natürlich auch unglaublich leid. Es tut dir überhaupt nicht leid. Hey, du trennst gerade ein glückliches Pärchen und die ist schwanger. Ja, aber und das ist doch nicht nur eine Sache zwischen Ihnen und der Frau. Ich meine, was sagt denn, wie heißt ihr? Bert. Wie steht der denn dazu? Bert weiß nichts davon. Dass Sie hier sind? Nein, das weiß er nicht. Es tut mir natürlich alles unglaublich leid für die Ellen. Ellen heißt seine Frau. Sie ist schwanger und deshalb bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Denn stellen Sie sich vor, also wenn ich mir nur überlege, sie ist im 5. Monat schwanger. Ich denke, sie braucht psychologische Unterstützung. Das kann ich nicht das allein heißt, machen. Das heißt, Sie wollen ihr in meiner Gegenwart diese Katastrophe mitteilen, damit ich sie zur Not auffangen richtig, kann? Richtig, das habe ich mir so gedacht, ja. Aha. Oha, auch ein bisschen frech. Ich habe mir gedacht, dass es ein guter Weg ist. Auch ein bisschen frech aber, muss ich sagen. Ich möchte die Sache natürlich von Frau zu Frau klären, aber ich bin der Ansicht, in dieser Situation schafft sie es nicht alleine. Sie wird mit Sicherheit in ein riesiges Loch fallen. Gucken Sie mal, ihr Mann wird sie verlassen. Er liebt mich. Mhm. Er wird sie verlassen, auf jeden Sagen Fall. Sie, Sie haben gesagt, Sie haben ihr einen Brief geschrieben. Woher kennen Sie sie? Ist das in dem gleichen Ort, in dem ja, Sie wohnen? Das ist es ja deshalb auch, wie gesagt, mein Inkognito. Wir leben in einer Kleinstadt, 12.000 Leute. Ich habe eine Boutique. Aha. Ich kenne sie. Vom Sehen. Also sie ist schon ein, zweimal in meiner Boutique gewesen. Ich weiß also, um wen es geht. Also es ist eine ungewöhnliche Bitte, mit der Sie hierher gekommen sind. Aber nun sind Sie hier und die junge Frau ist ja wahrscheinlich ne, im Studio. Ja, Gucken wir mal, wie das ausgeht. Also wie gesagt, ich finde es sehr ungewöhnlich, aber ich werde sehen, ich find's auch ein bisschen ungewöhnlich, was ich für Sie beide tun kann. Ja? Ja? Die denkt sich auch gerade nur so, warum zum Flying Fuck bin ich hier? Warum sind da überall Kameras? Und warum hat diese Frau eine Sonnenbrille auf? Hallo Ellen. Hallo Frau Kalvas. Schön, dass Sie da sind. Wissen Sie, um was es geht? Du bist die Schlampe, die mit meinem Mann poppt. Perfekter Startiger. Hä? Sag mal, stellst du dich hier hin allen Ernstes mit einer Sonnenbrille und mit einer Perücke? Willst du dich mir nicht zeigen? Was ist denn für eine? Das tut doch überhaupt nichts zur Sache. Das ist völlig unwichtig. Es geht nur darum, dass der Bert und ich uns lieben. Und das Boom, Digga. Wollte ich Ihnen klar machen damit. Und um nichts anderes geht es. Wer ich bin, ist völlig gleichgültig. Also Sie wissen, dass Ihr Mann fremd geht. Haben Sie ihr das geschrieben, oder? Ich ja, habe ihr mitgeteilt, dass wir seit 3 Monaten eine Affäre haben. Regelmäßig. Und sehen. Oha. Der Mann hat wirklich die andere für die verlassen. Aber bis jetzt finde ich sie irgendwie cooler. Und lieben. Lieben, vergiss es, lieben. Mein Mann liebt mich und nicht dich. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ein... Sie ist halt aus Matrix irgendwie ausgebrochen, aber... ist. Ich bin im 5. Monat Liebe schwanger. Ellen, aus dem Grund bin ich ja auch hier. Es tut mir auch wirklich furchtbar leid, aber das ist die Realität. Sowas passiert jeden Tag. Ich habe es mir auch nicht ausgesucht. Ich habe es auch nicht provoziert. Es ist passiert. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin im 5. Monat schwanger und diese Frau schreibt mir, dass sie eine Affäre mit meinem Mann hat. Ja, aber ich meine, haben Sie denn irgendwas an dem Verhalten Ihres Mannes gemerkt, dass Sie ihr glauben? Matrix auf Wish bestellt. Chat. Na, ich habe schon, die letzten Wochen hatte ich schon das Gefühl, dass da irgendwie, er war anders als sonst. Ja, das natürlich, ist doch klar.
Mhm. Aber es ist, weiß nicht, das will man ja nicht wahrhaben. Ich lese ja auch viel und... No cap, sieht schon gut aus, die Frau. No cap. Wie alt ist denn die? Ich habe unter anderem auch gelesen, dass Männer in Schwangerschaften häufiger fremdgehen, weil sie Angst haben, mit den Frauen zu schlafen, weil das Baby halt im Bauch ist. Und aber das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein Ernst gewesen sein. Und Sie wollen das jetzt hier mit ihr klären? Aber was ich noch klären will, ich kenne die Stimme. Ich kenne die Stimme doch. Oh, oh. Wir haben uns doch schon mal unterhalten. Möglich, aber das ist wie gesagt, Ellen, das tut hier nichts zur Sache. Ich kenne die Stimme. Es geht einfach darum, dass Bert und ich zusammen sein wollen. Ich kenne die Stimme. Wir lieben uns. Warte mal. Wir lieben uns, auf jeden Fall, da gibt es gar nichts dran zu... Sie nur anhand der Perücke und anhand der Sonnenbrille nicht erkennen, wer sie ist. Zweifel. Sicher, die wir werden auch zu 29, okay. Ey, sie sieht auch actually aus wie 29. Actually mal, Alter, was passt zu den Leuten? Du bist die Spreng, bist du. Ach das Gott. Glaub ich ja wohl gar nicht. Die Tussi mit der überteuerten Boutique in der Stadt. Die Frau Bürgermeister. Ach. Ja, sicher. Sag mal, schämst du dich eigentlich gar nicht in deinem Alter, sich an so einen jungen Mann ranzuschmeißen? Was heißt denn in meinem Alter? Ich bin eine attraktive Frau. Ich bin eine attraktive Frau. Natürlich, selbstverständlich. Natürlich, selbstverständlich. Ah. Ja, sicher. Aber das wie? Glaub ich ja wohl gar nicht. Aber irgendwie, irgendwas so, wird der Bert doch an mir finden. Davon, nein, natürlich was, so tief kann ich gar nicht sinken, das gibt's doch gar nicht. Wo die Liebe hinfällt? Wo die Liebe hinfällt? Sondern dass du auch noch einer schwangeren Frau Ach, liebe den Ellen. Mann ausspannst. Sag mal, merkst du eigentlich noch was? Schätzchen, Schätzchen, du bist jung. Boah, Schätzchen, jetzt kommen sie mit dem. Digga, wenn mich jemand Schätzchen nennt, ne, boah, direkt Bombe geben. Noch, du wirst noch andere Männer finden. Es tut mir leid, der Bert hat sich in mich verliebt. Ich hab's nicht gewollt. Also ein bisschen, ne, sie haben vorhin viel mehr Mitgefühl mit ihr gezeigt, als sie hier zeigen. Ja, Elisabeth, das jetzt ist die richtig. Sache ja eigentlich geplatzt. Ja. Und jetzt fände ich es auch gut, wenn Sie wirklich im wörtlichen Sinne des Wortes Auge in Auge mit ihr hier stehen würden. Das heißt, jeder weiß, wer Sie sind. Und könnten Sie die Gut, Brille im Prinzip, ist es ja auch egal, denn in absehbarer Zeit wird es sowieso die ganze Stadt Boah, einfach neue Personen. Wissen und ja. Bert und ich gehören zusammen und von daher ist es letztendlich auch wirklich. Da fliegt man ins Internet, um den Assi-Anschrei, um dem. Anschrei ASI-TV zu entfliehen und dann lande ich hier. Aber hier kommentiert es wenigstens noch jemand. Egal. Der mir sehr, sehr oft Oha ruft. Das ist Berts Kind, was ich hier unter meinem Herzen trage. Und du glaubst ja wohl nicht im Ernst, dass mein Mann mich verlässt für so eine Tussi wie dich. Ja, natürlich das kann ja für nicht so sein. Eine Tussi wie mich. Ja, sicher. Ist natürlich. Klar. Und außerdem, du kennst doch den Bert, der ist ein fantastischer Mann. Genau das, was wir ich werden den uns Bert. Um so dein Kind kümmern. Bert. Wir das werden uns nett. Kümmern das um ich, dein ja, Kind. Ja dein toll. Kind soll es Vergiss an nichts es. Fehlen. Also, sie streiten sich hier wie zwei Tigerinnen um eine Beute. Nur die Beute ist ein Mann und was der Mann will, weiß ich nicht. Es ist so gewesen. Mein Mann, Walter, hat mir zum Geburtstag einen mobilen Friseur geschenkt. Sie sind auch noch verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Ich bin verheiratet seit 21 Jahren mit Walter. Weiß Ihr Mann denn? Nein, er weiß auch nichts davon. Ach. Boah, diese Frau ist auch skrupellos, muss man sagen. Da ist die, Walter hat mir ein ganz interessantes Geschenk gemacht zu meinem Geburtstag, hat mir, wie gesagt, diesen mobilen Friseur geschickt. Das und ist Bert. Das ist Bert, Ihr Mann. Ja, und was soll ich Ihnen sagen? Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Es ist passiert. Ja, ich habe es überhaupt gar nicht. Ich habe. Imagine, du schenkst deiner Frau einen mobilen Friseur und die Frau bumst dann den mobilen Friseur. Also das, was du ihr geschenkt hast, er fühlt sich doch auch verarscht. Kommt sie auch verarscht vor. Ist nicht provoziert. Nee, gar nicht. Kann ich ja nie. Nicht. Nein, natürlich nicht. Du gehst aber leichen scheinbar. Du hast sie doch nicht alle. Der Bert hat sich auf mich gestürzt, wie ein verhungerter Tiger. Ja, sicher. Träum weiter. Hat Bert Ihnen denn erzählt, dass er verheiratet ist und dass seine Frau schwanger ist? Ich weiß, dass Bert verheiratet ist und ich habe erst vor 14 Tagen erfahren, dass seine Frau schwanger ist. Und ich muss sagen, das hat mir natürlich einen erheblichen Schock versetzt, weil das was ist, was ich natürlich eigentlich nicht möchte. Der Friseur bietet halt weitere Dienstleistungen an. Good one. Aber inzwischen ist die Beziehung so weit vorangeschritten. Wir sehen uns seit 3 Monaten regelmäßig, mindestens einmal die Woche, haben ein wunderbares Sexualleben. Kannst du dir das bitte einen Spaß? Wow, einfach über das Sexualleben noch reden, während die Frau noch daneben steht. Das ist schon keiner los. Geh bitte ein. Gut, geh bitte hin, das muss ich mir nicht anhören. Ist vielleicht ich möchte so gerne, dass Bert dabei ist. Frage, hat sie für die Extradienste noch bezahlt? Möchte ich gerne, Frau Kalvers. Ich möchte gerne, dass Bert dazu Stellung bezieht. Also ich mache Ihnen einen Vorschlag. Es tut mir leid, Bert. Damit das hier wirklich zu irgendeiner gütlichen Einigung kommt, zumindest zu klaren Einigung kommt. Sie sorgen dafür, dass Ihre beiden Männer hier kommen und wir reden dann weiter. Sascha kann Sie so lange ins Wartezimmer setzen, bis die zwei kommen, ja? Sascha? Einverstanden. Bringen Sie beide. Jawohl, Damen Sascha kommt wieder. Sascha ist Ehremann. Wir erwarten die dazugehörigen Herren. Sagen Sie mir dann Bescheid, okay. Ja? Danke. Kommen Sie mit. Als Bürgermeister hat man noch nie irgendwie Termine oder sowas, deswegen kann man auch immer sofort dahin gehen. Bitte? Jetzt bei Angelika Kalvers. Elisabeth und Ellen lieben denselben Mann. Doch wen von beiden liebt Bert? Wo sind Ihre Männer? Haben Sie sie erreicht? Ja.
Bett kommt. Der kommt, mhm. Gut. Und Walter? Walter kommt etwas später, verspätet sich etwas, gut. Ja. Sascha? Ja? Ist Bert schon da? Er ist da, ja. Herr Feldkater, kommen Sie bitte. Bitte sehr. Hallo? Hallo, Frau Karvas. Ach, Sie? Bert. Bert, was machst du? Sie wundern sich doch wahrscheinlich jetzt über die Konstellation, oder? Ich habe gehört, Sie wussten nichts von dem Treffen von Ihrer Geliebten und von Ihrer Ehefrau. Oha, Bert. Ja, aber Bert würde ich auch mal. Von Bert würde ich mich auch mal stechen lassen. Wo ist Walter? Wieso, was hat Walter damit zu tun? Walter kommt. Walter wird auch alles erfahren. Aber Bert, komm zu mir, stell dich zu mir. Warum soll ich was mich machst zu dir stellen? Also Bert, wir lieben uns. Was hast du mir gesagt? Also Bert, um Sie mal auf den Stand der Dinge zu bringen, diese beiden Frauen streiten sich um Sie. Ja, ja, aber ich liebe meine Frau. Oh, Bert hat gar Bock auf die. Das fällt dir reichlich früh ein. Da gibt's überhaupt gar keinen Sprechen. Bert, was ist mit uns? Was ist denn jeder Woche? Bert! Elisabeth, das darf doch nicht oder wahr haben sein. Sie noch? Eine Affäre, eine Affäre. Gut, wir hatten Sex. Das war's. Das war's? Wir hatten Sex. Wir hatten Sex, natürlich, wir hatten Sex. Wir hatten nicht nur Sex, wir haben gesprochen, wir haben eine wunderbare Ebene erreicht. Ja, natürlich, klar. Was denn für eine Ebene? Jetzt erzähl mir doch, dass du Frau. Schwach geworden bist, wa? Bist schwach geworden, ja? Erzähl mir noch, dass du so was so typisch, so eine abgedroschene Kiste, dass also, du Alkohol getrunken hast. Ha? Und also Bernd, eins verstehe ich nicht, ne? Also Elisabeth, Sie sind ja eigentlich eine Frau, die doch mit den, denke ich mal, mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Wie kommt Elisabeth auf die Idee, dass Sie mit ihr zusammen sein wollen? Ja. Also Frau Karlmas, das war so, und zwar... Du hast dich auf mich gestürzt. Du hast mich ja, verführt nach ja, allen Regeln der Kunst. Jetzt übertreibst du aber ein bisschen, du so war es ja nun wirklich nicht. So also, war es ja nun wirklich soll ich deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen, Frau Kalvers? Mein Mann hat ihn mir geschenkt, das ist Tatsache. Ja, als Sklave quasi. Verständlich. Richtig. Er kam zu früh, ich muss zugeben, ich... Zu früh kommen ist ein häufiges Ding bei Männern. Ich kam gerade aus der Dusche, hatte einen Bademantel. Mit einem Negligé hast du mich empfangen. Ich habe ja auch nicht und hast mit dich dir da gerechnet. Wie wer ich habe nicht wie. Mit dir gerechnet, um Gottes Schatz, Willen, das habe ich gar nicht nötig. So, oh, vielleicht ist Bert auch Sexmagier. True Chat. Es muss so verwirrt sein für die Leute, die vielleicht eine Reaction auf YouTube gerade sehen. Es gibt so Esoterik-Leute, die nennen sich selber Sexmagier. Oh, dann habe ich mich angezogen und er hat mir die Haare gemacht, nur... ja, und als ich dir den Kopf massiert hat, hast du angefangen zu stöhnen. Digga, Kopfmassagen, boah, aber Digga, wenn so die Haare gewaschen werden beim Friseur, boah, Memo, da würde ich ja liebst auch mal... Also ich stöhne natürlich nicht, ne, Chat, also das macht man natürlich nicht. Aber Digga, das ist schon geil manchmal. Also Kopfmassagen, wenn das Shampoo so einshampoo, ist schon, das fühlt schon geil an. Aber er weiß was. Also ich bitte dich. Also stöhnen tut man dann nicht, das ist unangenehm, aber ich finde es schon angenehm. Ja. Jedenfalls hat er angefangen. Er hat mich angegrapscht, er hat mich berührt. Mir war das am Anfang sehr unangenehm. Machst du jetzt mal halt sehr unangenehm. Ich muss mir diese Scheiße hier nicht anhören, echt nicht. Es tut mir leid, aber ich muss die Wahrheit sagen. Ich brauche das hier nicht, echt nicht. Frau Kalbers, Entschuldigung. Er hat sich auf mich gestürzt, er hat mich vom Stuhl runtergezogen, hat mich auf die Erde geschmissen und da haben wir wunderbaren Sex gehabt. Nein. Wunderbar. Wir hatten Sex, es war nur Sex. Ja, okay. Toll. Auf, jetzt wie kann man so toll Sex haben Mund. Mit einer Frau, die man nicht liebt? Boah, die also sauer, die Frau. Sag mir jetzt, was ist es? Nee, hör auf damit, was ist das? Ist es das? Ist es das? Weil ich dein nein. Kind unter meinem Bauch, da bin ich nicht mehr attraktiv nein, genug. Nein, es nein. Kann doch nicht dein Ernst sein, dass diese Frau, guck, die was hat die außer Falten im Gesicht? Nichts. Was ich denke, ich habe dich zwar betrogen, aber irgendwie habe ich dich auch nicht betrogen. Ich kann es nicht erklären. Er hat sie betrogen, aber irgendwie auch nicht betrogen. War halt nur Sex. Ist halt nur einmal das Keimal, ne, sagt man immer. Ist halt auch dann quasi nicht betrügen. Das nicht ja, erklärt. Ganz langsam. Also sie haben sie ja ganz deutlich betrogen. Und auch wenn sie sagen, sie saßen negligi da, den Rest haben sie ja wohl gemacht, ne? Es war Sex, Aber sie sind doch kein Opfer, sie stellen sich jetzt als Opfer dar. Ja, aber wirklich. Ja, irgendwie war das auch schon, wenn sie das so wollen. Wie geht das und ich habe dich gezwungen, mir Blumen mitzubringen und Schatz, ich habe dich gezwungen, betrogen, mir zu sagen, du bist die tollste Frau, die ich je getroffen habe. Ich kann es dir nicht erklären. Du findest toll, dass wir es auf dem Boden machen, in der ja, Küche, natürlich. Auf dem Tisch und überall. Das hab ich habe dich gezwungen, um Gottes Willen. Ich möchte mir das echt nicht angestehen. Das ist mir echt zu viel. Tut mir so leid, das gibt's überhaupt nicht. Also auf dem Boden und hier und da. Ich bereue auch wirklich. Ich möchte einfach gehen. Dieses, es tut mir leid, das finde ich jetzt ein bisschen spät. Ja, vor allem ihre eigenartige Aussage, ich hab dich betrogen und ich hab dich auch wieder nicht betrogen. Ich hab's für dich getan und für sie natürlich. Ah, ich hab für dich mit ihr gepoppt. Digga, beste Ausrede, die ich jemals gehört. Ich hab für dich mit ihr gepoppt. Du poppst also mir den Fuß für mich, oder ich was? Schwör's, ich hab dein Gesicht vor Augen. Also, ich hab's für dich getan, Frau Kalvers, ich kann's verstehen dir nicht erklären. Verstehen Sie diesen eigenartigen Spruch? Ich muss gestehen, wolltest du sie schon in ihrem Zustand und hast gedacht,
Ich bringe dich mal so richtig auf Vordermann, oder was? Okay, Sie sagen, Sie können es nicht hier erklären. Nein. Aber ich hätte gerne diesen Spruch aufgelöst. Ja. Können Sie es mir erklären? Ja, natürlich. Gut, kommen Sie mit. Kann ich Sie zwar alleine lassen? Ja, selbstverständlich. Okay. Schatz, ich erkläre es dir. Boah, die sieht irgendwie aus wie jemanden, den ich kenne. Weiß aber nicht, wer. Ja. Sicher, du hast es für mich getan. Du hast sie doch nicht alle. Unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. So, einen kleinen Moment, Bert, ja? Ja. Setzen Sie sich schon mal hin. Hallo Sascha, wenn Walter kommen sollte, bitte bringen Sie ihn rein, ja? Danke. Oh, Walter weiß noch gar nichts davon. So, Bert, das müssen Sie mir aber jetzt mal erklären. Ja. Sie haben Sie betrogen und Sie haben es Ihrer Frau zuliebe getan. Ja, das ist natürlich ziemlich heftig. Ich habe mich selbstständig gemacht als mobiler Friseur und komme vorne und hinten nicht klar mit meiner Kohle. Oh, Walter hat ihn bezahlt, mit seiner Frau zu schlafen, damit er sich trennen kann und... Die haben keinen Ehevertrag und Walter möchte das ganze Geld für sich haben, weil wenn man jemanden betrügt, dann hat man eine bessere Verhandlungsbasis beim Ehevertrag. Also wenn man keinen hat, dann hat man eine bessere Verhandlungsbasis beim Scheidungsanwalt. Oh! Big Brain, Walter! Jetzt ist meine Frau auch noch schwanger geworden, die Ellen. Und ich weiß nicht, wie ich das alles bewerkstelligen soll. Es lief alles nicht so, ja, wie ich es gerne hätte. Ich verstehe immer noch nicht, wieso haben Sie es ihr zuliebe getan? Walter ist ein Businessmann. Sie wird Ihnen Geld dafür gegeben, oder was? Ist der Walter denn noch nicht da? Der kann das alles aufklären. Sie kennen den Walter offenbar sehr gut. Ja, wir kennen uns. Entschuldigung, Herr Funk ist da, Herr Walter Funk. Walter ist da, ich sag euch, Chat. Walter hat ihm Geld gegeben, damit er seine Freundin betrügt und die andere bumst und die sich dann halt scheiden lassen möchte. Ah, oh, let's go. Ja, der kann das aufklären. Kommen Sie bitte. Mein Gott. Hallo. Heftig. Mal, Bert, was machst du denn hier für einen Mist, Frau Kalvers? Grüße Sie. Bert, grüße ich mal. Was erzählst du denn hier? Was ist das denn los? Wir haben das doch ganz klar abgesprochen. Wir hatten eine mündliche Vereinbarung. Ja, das ist ein Vertrag. Jetzt, die ist jetzt Vertrag. Ja. Ich muss jetzt meine Ehe retten. Jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen. Jetzt kannst du der Frau Kalvers erklären. Sie scheinen hier einen super Männervertrag geschlossen zu haben. Aber können wir denn mal sagen, was das für ein Vertrag ist? Denn der scheint ja auf Kosten der Frauen zu gehen, hm? Ja, ja, das ist alles von Walter. Ja, weil du alles versaut hast. Ja, ich hab's versaut. Also der Friseur, ich weiß nicht, ob er schon erzählt hat. Ja, das hat er schon erzählt. Mobiler Friseur und das ist die Bach runtergegangen. Das hab ich auch gehört, ja. Und dann habe ich ihm 150 Euro geboten, jede Woche, damit er eben halt meiner Frau die Haare schneidet und ihr darüber hinaus den vollen Service erteilt. Ja, das hab ich... Oh mein Gott, 150 in der Woche! Bruder, er ist günstig. Dass er mit ihr was anfangen soll. Er soll mit ihr schlafen. Er soll sie flachlegen, damit ich meine Ruhe habe. Weil der will einfach seine Ruhe haben, let's go. Digga, 150? Wie, Sie wollten sozusagen eine Auszeit einmal in der Woche haben? Einmal in der Woche 3 Stunden, das ist ja nicht so viel verlangt. Also war sowas wie ein Babysitter für Ihre Frau? Ja, so ungefähr, ja. Ich brauchte das Geld und da bin ich den Pakt mit dem Teufel eingegangen. Ja. Das ist auch in Ordnung. Ja, nein. Das ist nicht in Ordnung. Ja. Damit ist aber jetzt Schluss. Das ist nicht in Ordnung, Digga. Ach, Schluss. Das hast du vergessen. Das kann ich zuhören, wie ich meine Ehe wieder. 3 Monate hast du gerade mal durchgehalten. Ja, klar, ja, und? Super. 3 Monate zu lange. Hätte ich mich darauf lieber mal nie eingelassen. Also, ich brauchte das Geld. Ja, gut, aber jede Woche 150 Euro. Ja, aber ich meine, Sie Euro haben ja offenbar gegeben. Auch noch bei diesem Opfergang ein bisschen Spaß gehabt. Sonst hätten Sie es ja nicht gebracht. Ja, ne? Natürlich. Spaß. Also, jetzt machen Sie sich mal nicht nur so als Opfer. Also, Walter hat auch einen komischen Kink. Er bezahlt, also dieser Mann bezahlt ihn dafür, dass er mit seiner Frau schläft. Okay, Walter, könnt ihr, ne? Opfer. Nein, gut. Also, ich muss schlafen sagen... Schlafen Sie denn noch mit Ihrer Frau? Nein. Nein, ist ja meine Frau. Und warum wollen Sie nicht mehr mit Ihrer Frau schlafen? Ich will die Scheidung, Frau Kalvers. Oh, er will doch die Scheidung. Ich bin felsenfest davon. Ja, aber ich meine, da könnten Sie doch eigentlich sagen, prima, was ist denn nun daneben gegangen? Die Scheidung scheinen sie ja zu kriegen, ne? Da ist einiges, denn ihre Frau hat sich verliebt. Seit 21 Jahren. Ja, dann soll sie doch losziehen. Ja, verliebt. Und ich bin raus da. Ich bin raus aus der Nummer. Ich bin raus aus der Nummer. Seit 21 Jahren, Bert, seit 21 Jahren bin ich mit dieser Kaifkuh verheiratet. Ja. Und immer nur Stress. Das fing schon bei der Hochzeit an. Doppelname muss her. Ja, dann sieht so, wie er so los wird. Ich habe da mit der ganzen Geschichte nichts mehr also zu tun. Also Walter, es hätte doch vielleicht einen anderen Weg gegeben, ihrer Frau vielleicht das zu... Walter, vielleicht beauftragst du nächstes Mal jemanden, der nicht auch verheiratet ist und ein Kind möchte. Meine ja nur. Sagen, als einen Friseur zu engagieren, der mit ihrer Frau in die Kiste geht. Was hatten Sie denn mit dieser Geschichte vor? Was sollte denn das Ergebnis sein? Dass Ihre Frau freiwillig geht, weil sie sich verliebt. Ja, natürlich. Die sollte sich verlieben. Richtig gemacht. Ja, das hat er ja dann richtig gemacht. Ja, aber er hängt ja jetzt an seiner Frau wieder.
Ja, aber natürlich. Ja, dann nehmen Sie doch. Das stand doch von vornherein fest, dass ich meine Frau dafür nicht verlasse. Ja, Walter, aber Sie haben auch ein komisches Arrangement gemacht. Wussten Sie denn nicht, dass Bert verheiratet ist, dass seine Frau schwanger ist? Na klar wusste er das. Na klar wusste er das. Du warst doch mit allem einverstanden. Also Walter, ich hoffe, wenn Sie wirklich Bürgermeister werden, dass Sie ein bisschen klarer denken als in dieser Geschichte. Das, ja, Walter ist irgendwie ein bisschen komisch drauf, ne? Das ist doch was ganz anderes. Fremdgehen.de nur teurer. Warte mal, wie hieß denn mal Fremdgehen 69? Nee, Fremdgehen 88? Fremdgehen 89? Fremdgehen.com? Irgendwie sowas gab's ja mal. Ich meine, Sie haben ja da einen richtigen Klüngel gemacht, wie man hier in Köln sagt, ja, ne? Aber so geht das doch nicht. Und jetzt machen Sie ihm noch Vorwürfe. Du hast jetzt satt gekriegt, was du wolltest. Unser Vertrag ist damit gecancelt. Ich habe meinen Vertrag erfüllt. Jetzt kann ich zusehen, wie ich meine Frau wiederbekomme. Ja, in der Tat. Das hättest du dir vorher überlegen müssen. Nee, Moment mal. Das ist jetzt genau der Punkt. Sie haben jetzt ein dickes Problem am Hals. Und Sie, Walter, sollten auch das, was Sie so umwegig geklärt haben mit Ihrer Frau, mal ganz offen... Ja, aber warum hat er nicht einfach Schluss gemacht mit ihr? Hä? Einfach scheiden lassen. Geht doch auch so. Und ehrlich besprechen. Ja, das kann sie haben. Ich liebe meine Frau. Was soll ich denn jetzt machen? Walter, ich bitte Sie jetzt einfach, nochmal ins Wartezimmer zu gehen. Ich werde Sie nachher mit Ihrer Frau zusammenbringen. Und ich würde Ellen dann gerne herholen. Ja. Sascha, bitte bringen Sie Walter ins Wartezimmer und holen Sie Ellen rein. Ja? Okay, wird gemacht. Was soll ich denn jetzt machen? Die Wahrheit sagen, Minion. Also das, was Sie hier gerade gesagt haben. Ja. Ich liebe sie über alles. Ja, das müssen Sie aber mal klar machen. Sie lieben sie über alles. Sie freuen sich auf das Kind und gleichzeitig liegen sie mit einer anderen im Bett, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und haben offenbar keine Probleme, die zu befriedigen. Also das müssen Sie aber wirklich mal klar machen. Ja, gut. Hallo Ellen. Hallo Schatz. Es tut mir so leid. Das ist wirklich für Sie eine ziemlich blöde Situation. Es tut mir so leid. Ah, sie gibt ihm wirklich die Hand. Boah, weiß nicht, wenn jemand mir so fremd geht. Über Monate, nicht einmal Ausrutscher. Ich weiß nicht, Digga. Ich glaube, ich würde da sagen, da ist die Tür, Digga. Verpiss dich. Es war wirklich das einzige Mal, dass ich dich damit der betrogen habe. Ich kann... Über 3 Monate. Ich kann es dir wirklich jetzt nicht erklären, aber bitte... Über 3 Monate hast du sie betrogen, Bruder. Vertrau mir. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Was heißt das einzige Mal? Also einmal oder meinen Sie auch? Nein, mit ihr. Dass ich bei ihr diesen Service da noch zusätzlich gegeben habe. Wer sagt mir, dass das nicht noch zig andere Frauen aus deiner Ich schwöre bei Gott, vertrau mir. Die für dich die Schere gemacht haben. Nein. Ja. Es hat... Die haben für ihn die Schere gemacht, Digga. Auch einen bestimmten Grund, warum ich das getan habe. Frau Kalbers, ich habe es Ihnen noch erklärt. Bitte helfen Sie mir doch. Also Bert hat es für Geld getan. Er scheint kurz vor der Pleite zu stehen. Und er wollte Sie und das Baby damit ernähren. Oder Bert, du hast einen stabilen Buddy. Überleg nächstes Mal einfach OnlyFans zu machen. Dann kannst du auch dick Cash verdienen. Aber ich meine, es gibt ja auch noch, vielleicht hättest du... Ich weiß nicht, ob Luna noch da ist. Luna, weiß nicht, wie viel macht Luna im Monat mit OnlyFans? So, gönn dir, Bert. Ein bisschen mehr arbeiten können, statt es so zu machen. Sie haben etwas eigenartigen Weg gewählt. Es lief ja natürlich alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber glaub mir, ich liebe dich über alles und ich freue mich so auf unser Kind und wir werden einen Weg finden. Also er hat sich kurzfristig sozusagen als Callboy oder sowas Ähnliches zur Verfügung gestellt. Wenn du mich nur ein bisschen auch noch liebst, dann bitte gib uns eine Chance. Gleich bei Angelika Kalvas. Ich habe mich verliebt, ich gebe es zu. Merkst du eigentlich noch was? Seien Sie mal ein Mann. So 21 Jahre nur Stress, bis hier steht mir das. Sie stehen da als der reine Engel. Das geht nicht, nein. Du bist eine Kalfkuh. Sie stehen sich hier nichts nach. Er hat sich kurzfristig sozusagen als Callboy oder sowas Ähnliches zu Wenn du mich gestellt. Nur ein bisschen auch noch liebst, dann bitte gib uns eine Chance. Gib uns eine Chance. Ruhe jetzt, DJ. Ich liebe dich. Wirklich. Oh, ich warte drauf, dass irgendjemand Intelligenz in den Chat schreibt, weil gesund und hübsch bin ich ja schon. Boah, das ist ein guter Anmachspruch. Wenn jemand niest, sage ich einfach Intelligenz, dann sage ich einfach, weil gesund und hübsch bist du ja schon. Boah, eigentlich ein guter Anmachspruch. Ist einerseits ein kleiner Diss, andererseits ein kleiner Anmachspruch. Das ist echt reichlich. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, da gibt es auch nicht viel zu sagen. Nein. Ellen, das müssen Sie sich jetzt gut überlegen. Ne? Ich finde, Sie sollten mit Ihrem Mann schon noch mal etwas strenger zu Gericht gehen. Hm? Denn ich finde, wie gesagt, es ist ja ein Opfer, das auch etwas mit Spaß zu tun hat. Sonst klappt dieses Opfer ja wohl nicht. Ne? Ja. Und ich finde, da sollten Sie auch mal aufrichtig sein. Vielleicht hat das mit der Schwangerschaft zu tun. Ich weiß es nicht. Nur den Rest müssten Sie untereinander klären. Das klären wir und dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Okay. Und ich denke, das braucht ein bisschen Zeit. Und oha, voll die Liebe. Voll die Liebe, ganz for real, voll die Liebe. Sich allerdings auch lassen, Ellen. Mit Sicherheit.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wenn Sie meine Hilfe brauchen, rufen Sie mich nochmal an. Danke, ja. Frau Kalbers. Danke schön. Danke Ihnen. Wo ist Bert? Er ist mit seiner Frau gegangen, Elisabeth. Bert ist mit seiner Frau gegangen? Ja, aber das hatte sich doch schon abgezeichnet. Das muss Ihnen doch eigentlich klar sein. Oh, oh, Elisabeth ist das große Opfer halt in der Folge. Wir lieben uns, also Sascha? Ich verstehe es nicht, aber gut. Walter ist inzwischen auch eingetroffen. Walter ist da. Das ja. Ist Sascha, können Sie Walter jetzt bitte rein, bitte? Ja, der Funk kommt bitte. Das war eine Illusion. Offensichtlich. Hallo Walter. Tut mir leid, dass du es auf diesem Weg erfährst. Ich habe mir das eigentlich ein bisschen anders gedacht und das ist vielleicht nicht ganz fair. Was aber soll ich erfahren? Dass ich eine Affäre mit Bert habe. Das habe ich doch selber veranlasst, Elisabeth. Oh, jetzt kommt jetzt. Oh, jetzt wird sie hops genommen, Chat. Jetzt wird sie hops genommen. Merkst du eigentlich noch was? Das ist doch meine Idee gewesen, die Sache mit der Affäre. Oh, das ist richtig freundlich drauf. Du solltest darauf reinfallen und Bert sollte mit dir schlafen. Das habe ich arrangiert. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Du hast das. Ja. Er hat wie bitte? Bezahlt. Er hat wie ihn bitte? Dafür bezahlt. Ja. Wie bitte? Eine männliche Hure ist der Mensch. So, das ist nicht viel Mehrwert. Das darf nicht wahr sein. Was bist du denn für ein Mann? Dann sind Sie aber so ähnlich wie der Zuhälter. Vielleicht sollten Sie auch mal klar machen. Ja, nee. Also ich finde das. Oha, ist richtig freundlich unterwegs, der Junge. Hey, Sexwork is also work. Chill mal deine Base. Geht nun wirklich nicht, dass Sie ihn jetzt noch darstellen als eine männliche Hure und Sie stehen da als der reine Engel. Das geht nicht, nein. Manipulieren, das ist das, was du kannst und das, was du willst. Naja, bald wirst du ja Bürgermeister sein, dann kannst du es ja richtig ausnutzen. Obwohl, ja, ob du es jetzt noch wirst, ist überhaupt die Frage. Das werden wir sehen. Auf meine jeden Fall Güte, werde ich das er hat ihn bezahlt, werden. Das ist ja unglaublich. Seit das 21 hättest du auch anders haben können. Oberschugern, alles gut. 21 ach. Jahre, nur Stress, bis hier steht mir das. Ja, warum bist du denn nicht vorher gegangen? Ich brauche dich nicht. Ich werde die Scheidung beantragen. Ja, so. Bitte. Ja, dann guckst du. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum er nicht einfach Schluss gemacht und einfach die Scheidung angereicht hat. Hä? Das ralle ich noch nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, da guck kannst du irgendwie mit deiner Boutique klarkommen. Natürlich, ich komme wunderbar klar. Guck dir diesen Fummel doch an. Was hast du denn gemacht? Wer kauft denn sowas? Drei Menschen hast du unglücklich gemacht. Ich habe mich verliebt, ich gebe es zu. Aber ich komme damit klar. Ich kann so viele Männer haben und so viel finden, ist kein Problem. Was hast du mit den beiden angerichtet? Die müssen jetzt den Scherbenhaufen zusammenfegen. Nee, Moment mal, da haben sie ja auch dazu beigetragen. Also ich finde, man kann jetzt wieder sagen, er ist. Aber er hat drei auf dem Gewissen. Drei. Die sind er hat tot. Das. Hä, sie hat doch auch drei auf dem Gewissen. Sie hat. Okay, zwei. Also sie hat ihn quasi betrogen, sie wusste das ja nicht, dass er es einfach angelast hat. Und sie hat die schwangere Frau mit dem Baby drin. Das sind auch drei. Er hat auch drei Leute auf dem Gewissen. Sie hat auch drei Leute auf dem Gewissen. Die haben beide gleich wieder auf dem Gewissen. Die passen zusammen. Er hat es inszeniert. So wie du bist für mich. Walter, so ein, du bist ein Schwein. Sie hätten so. Es Schwein. Wirklich anders haben können. Und du bist eine Kalfkuh. Moment mal, Walter. Eine Kalfkuh, Digga. Seine. Walter, ich hoffe, dass Sie wirklich in Ihrem Dienst, wenn Sie Bürgermeister werden, wirklich etwas mehr Mut haben. Denn hier haben Sie sich wirklich wie ein Feigling verhalten und haben einfach hinterrücks irgendwie eine blöde Intrige gesponnen. Nein, Moment mal. Wenn Sie Bürgermeister sein wollen, dann seien Sie auch ein Mann und sagen Sie, das will ich und das will ich nicht. Sag mal, männlich hier! Das hätten Sie Ihrer Frau schon vor ein paar Jahren Alter. Sagen können. Ja, vor 21. Ja. Ja. Ich sage Ihnen nur, seien Sie mal ein Mann. Das Leben besteht aus Fehlern. Aus Fehlern und lernt man. Sie machen ihn aber jetzt wirklich nicht hier nur zum Schuldigen. Auch Sie nein, haben sich einfach jemanden genommen, dessen Frau schwanger war. Also sagen Sie nicht, er hätte Sie auf dem Gewissen. Ich glaube, Sie stehen sich hier nichts nach. Also ich sage das ja selten hier, weil es mir eigentlich darum geht, dass Leute zusammenbleiben. Aber ich würde sagen, Ihre Ehe ist wirklich im klassischen Sinne zerrüttet. Ja. Sie sollten sich trennen, das ist für Sie besser und das ist für Sie besser. Ja. Auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Ja, danke. Elisabeth und Walter leben inzwischen in Scheidung. Okay. Ellen und Bert haben wieder zueinander gefunden und freuen sich auf ihre kleine Tochter. Oha, cool. Nice. Let's go. So, das war doch eine lustige Folge, Chat.